Ja, was ist los? So, auf zur Schule. So. Nicht streiten, nicht streiten. Und du rennst auf zu Stänker. Nicht Stänker, nicht Stänker. So, Moment mal, jetzt mache ich erst meinen Container noch auf und dann geht das los. So, erster Halt, früh morgens, Kita. Ja, Kita. Komm, 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 komm. Rein, komm. Rein, komm. Ziel ist die Schneehundbeutel. Tada, schlupp. Die Mütze kommt dorthin. Mit Hahn und allein Haken. Nee. Doch. Nein. Doch. Du hast deinen eigenen Haken. Doch. Es wird nicht geteilt, weil dann sieht keiner mehr durch. Das ist das System hier. Haben wir auch schon mal gemacht morgen und dann haben wir Sachen verwechselt. Ja, das geht überhaupt nicht. Weil das haben wir auch hier nur dort geplant. Jetzt hoffen wir, dass sie heute sagen, dass du auf die Schule gehen kannst. Deswegen haben wir nämlich ein Gespräch in der Schule, ne? Ob du auf die Schule gehen kannst oder nicht. Weil die Schule muss ja auch noch sagen, okay, die haben zwar schon einmal gesagt, ja, ist in Ordnung, aber heute nochmal Abschlussgespräch. Und ich hoffe, das funktioniert für dich. Vor uns fährt ein Blitzerautomat. Ein Blitzer, Blitzer, Blitzerautomat. Guck mal, wie er uns anlächelt. Tja, Grüße an und viel Spaß bei der Arbeit. Ja, ja. Guck mal, was für ein schönes Auto das ist. Ja. Oder? Ja, naja, sag mal. Schau mal an, was für ein geiler Wagen. Ey. Ist das ein Schnassi-Auto? Ich will Mayonnaise und jetzt mal mehr. Ja, ich mag unser Auto. It's the best car ever. Jetzt wird schon warm. Oder? Jetzt ist es gemütlich hier drin. Ist dein Sitz warm? Ja, mein Sitz ist warm. Ein Scheiß, aber warm. Ich muss meine Tasche mitnehmen, ne? Das wird immer geklaut aus dem Auto. Na, hier wird alles geklaut. Wird ja von unserer Tür geklaut. Ein schönes Auto. Fakt ist, fahr ich zu Hause und Lumen wird in die Schule kommen. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe immer Angst. Ja, ja. Wehrtransport. Das ist ja auch so ein schlaues Mädchen. Wo ist jetzt der Döner? Mann, hier muss doch irgendwo ein Döner sein. Steht da, Gott, was er dann? Ist das kein Burger King irgendwo? Muss man zur Erklärung sagen, ist gerade in einen Burger King reingelaufen und hat nach dem Döner gefragt. Gibt es keinen Döner? Man erlebt auch Sachen da. Ist ja auch nicht. Er war ganz verwirrt auf dem Parkplatz rumgelaufen die ganze Zeit. Hat sein Auto noch abgewürgt? Von Dr. Haus anrufen müssen. Das ist ja so ein Döner-Syndrom. Symptom. Döner. Dönersuche. Und was? Gibt sich auf die Dönersuche.
chronische Dönerinsuffizienz. Oh, der ist schnell unterwegs. Dönerkulose. Dönerkulose. Ehrlich. Ich bin bestimmt niemand witzig außer mir. Wahrscheinlich nicht. Ich werde es trotzdem hochladen. Wie kann denn da jemand unglaublich. Wir haben die Polizei abgehangen. Gott sei Dank. Unglaublich, wa? Naja, 20 Minuten. Endlich ein Parkplatz. Miezi kriegt jetzt Tablette. Tablette. Ach, Miezi, tut mir so leid, dass ich dir das immer antun muss. Ich hasse ja selber Tabletten wie die Best. Und du auch. Du bist genau meine Katze. Ich bin ja nicht anders. Ach so, ja. Ich würde mal einen Kaffee reinmachen, oder? Machen möchte. Meinst du, das ist auch okay so für ihn? Das hast du ganz fein gemacht. Ja, okay. Das hast du ganz fein gemacht. Hast du ganz fein. Naja, haben wir es mal durchgespielt, ne? Und ich klatsch jetzt mal rüber. Und du legst dich ins Bett, ja. Ich bin auch wieder gegangen. Höhle? Ich hab's nicht ganz so schwer gemacht, die Decke, und bin öfter gelaufen. Snowhouses, let's make an igloo. No, I don't like igloos. Igloos are cold. Can I play with the big red ball? Please let me go. Komm mal an. Ja. Hallo. Papa hat ja meine Schaukel abgebaut und so runter. Und hier hängt das Ding letzte. Ja, da kann man nicht durchhängen, ne? Und man kann die auch jetzt nicht mehr dort wegschieben, zu dem anderen Platz. Aber dafür kann man es sowieso machen. Das hält jetzt, ja. Also dürfen wir uns Hand zwingen. Jetzt fürs Erste, wenn es noch so gut hält. Ja, muss wirklich gut halten. Seit kurzem dann. Und ich bin lieber dann schon sofort ab, falls es runterfällt. Und ja, eigentlich ist das sehr gemütlich. Und kurze Decke finde ich auch toll. Und hier kann ich dann noch dann spielen. So. Ja, mit dem heutigen Vlog haben wir vielleicht ein kleines Problem, weil die Kamera ein paar Mal ausgefallen ist. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Material tatsächlich zusammenkommt. Wenn nicht, dann hier nochmal ein kurzer Abriss. Papa muss kein Spielen. Aber wir zeigen euch dann, wie die Küche natürlich aussieht. Ich bin die fertig gebaut. Und ich bin ja auch gespannt, wie die aussieht. Yay. Yay. Genau. Und Lumen hat mir gut beim Einkaufen ja geholfen. Das habt ihr ja schon gesehen. Und Anouk hat sehr gut geholfen beim Umstapeln von den Steinen. Ja. Und heute war ich nochmal einkaufen, brauchte noch mehr Sackware. Morgen muss ich nochmal einkaufen, brauche noch mehr Sackware. Also ungefähr, was brauchen wir da?
500, 600, 600 bis 700 Kilo Spachtel geht auf die eine Wand. Wahnsinn, oder? Wenn so viel Wand an Spachtel? Löcher füllen. Schaum, wir haben ja... Hans, ne? Also, du bist ja Freund des Bauschaums. Aber manchmal ist es auch ganz gut, ein bisschen Wand zu erhalten. Gerade bei so dünnen Wänden, die so Richtung Hausflur gehen, die nur ein Stein dick sind. Und da haben wir mal ein bisschen Bauschaum entfernt. Und auch mal ein paar Kabelschlitze wieder zugeschmissen und ein bisschen aufgebaut. Die Wandbruchstabilität. Ich meine, da sind ja schon Risse in dem Hausflur. Ja. Weil die Wand zum Hausflur ist nur ein Stein dick, wie gesagt. Und da sind Dosen drin, die sind so tief eingesetzt gewesen. Und die ist nur so dick. So dick sind die Dosen. Also kann man sich ja vorstellen, wie viel Material da noch ist. Und hinten dran sitzt eine schöne Bemalung vom Hausflur. Und alle. Und dann hat unten einer einen Schlitz gemacht. Habe ich ja auch gezeigt schon in einem anderen Blog. Und so tief die Leitung eingesetzt. Diese Abwasserleitung. Ja, die geht natürlich auch nicht. Kann man nicht machen. Hat sie nicht in die Wand einschlitzen? Die Wand hat auf ungefähr 2 Meter Länge. Schwebt die in der Luft. Eine Wand von hunderten Kilo. Ja? Jetzt haben wir das erstmal untermauert wieder richtig mit Material und richtig Mörtel drin und richtig stramme Mischung. Und die Wand wird jetzt langsam wieder aufgebaut, alle Löcher verfüllt, der lose Putz ist runter. Die Rohre sind raus, die alten. Dann habe ich den Klingeldraht gefunden, den Original, halten, von der Partierswohnung. Ein Draht. Das ist in die hintere Ecke. Und da muss irgendwie so Klingel gewesen sein oder irgendwas. Morgen kommt Rotband. Aber wissen ja nicht, ob morgen oder übermorgen, müssen wir mal sehen. Ob ich erst den Fußboden reinmache, den neuen, oder wie man das macht. Genau, Fußboden, apropos Fußboden. Die Balken, Fußbodenbalken sind neu gesetzt. Und fixiert, also auch in Mischung gelegt diesmal, weil die Schüttung, die lose Schüttung, das hat nicht funktioniert. Ja, der Balken ist ja hochgekommen. Hab ich sowieso gegessen, weil du hast es selbst getrunken. Ja. Und was noch? Was haben wir noch gemacht? Du hast noch gemacht. So, jetzt weiß ich nicht, ob die Kamera das jetzt aufgenommen hat, weil sie wieder ausgefallen ist. Also ich weiß das alles nicht. Ich muss mir das gleich erstmal angucken. Ich werde jetzt auf alle Fälle schneiden, was da ist an Material. Kann sein, dass heute nicht viel übrig geblieben ist, weil die Kamera echt oft spinnt. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Und vielleicht mache ich das mit der anderen Kamera komplett. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht ist der Staub der Kamera nicht bekommen oder so. Oder im Chip oder irgendwas. Kann ja sein. Das war eine Actioncam, die sollte das eigentlich abkönnen. Aber wer weiß. Also... werden wir sehen. Also mit einer Sony Alpha wäre ich da jetzt nicht reingelaufen. Natürlich in die Staubschicht hätte ich da auch nicht aufgestellt oder so. Aber so müsste eigentlich funktionieren. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt gerade. Wenn der Staub war. Also gut, wir sehen uns morgen. Macht es gut. Ciao, bis dann. Und immer schön dranbleiben. Ne?